Vielleicht kennst du das. Du hast eine schöne und intelligente Frau kennengelernt, ihr habt Nummern getauscht und sie antwortet dir nur noch spärlich. Du willst sie am liebsten wieder schreiben, um einfach nur diesen Druck zu lösen und endlich ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Du weißt eigentlich, dass du dich so nicht bei ihr melden solltest, aber du kannst es einfach nicht lassen. Du schreibst ihr. Aber das muss doch nicht sein. In diesem Video erfährst du Schritt für Schritt, was du tun musst, damit eine Frau nie wieder das Interesse an dir verliert. Mein Name ist Andy Friday, ich bin Flirtcoach für Männer mit Tiefe und ich zeige dir jede Woche, wie du wunderschöne und intelligente Frauen verführst und entlang dieser Reise deine große Liebe findest. Wenn du es noch nicht getan hast, dann ist jetzt der Zeitpunkt zu abonnieren und wenn du anderen einen Schritt voraus sein möchtest, dann drück auch noch auf die Glocke. Widerstand aushalten lernen. Frauen finden einen disziplinierten und unabhängigen Mann einfach geil. Einer, der nicht immer sofort zurückschreibt. Einem, dem es auch scheißegal ist, wenn sie mal nicht antwortet. Kannst du Widerstand aushalten? Jede einzelne Generation vor uns war zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben im Krieg. Wir leben zurzeit in der friedlichsten Periode in Europa, in der wir nachweislich jemals gelebt haben. Die meisten Menschen sind heutzutage chronische Warmduscher. Punkt. Genauso wie sie kein kaltes Wasser aushalten, haben sie eine extreme Abneigung gegenüber allem, was irgendwie auch nur Unbehagen auslöst. Und darunter zählt auch Unsicherheit. Aber das Leben ist unsicher. Die Älteren unter uns wissen, dass das Leben so vorbei sein kann. Wie soll ein Mann es schaffen, seine Angst zu überwinden, wenn er sein ganzes Leben nur im lauwarmen Bereich in dieser Sicherheitszone lebt und sich nicht traut, in die äußere Zone der Unsicherheit zu gehen? Wenn du dir ständig Gedanken machst, warum sie dir noch nicht geantwortet hat, oder du glaubst, es gebührt dem Anstand, dass sie mir doch einfach mal eine kleine Nachricht schickt, dann wirst du auch einsam bleiben. Einsam und abhängig. Das hat auch nichts mit Werten zu tun. Werte kannst du verteidigen aus einer Position der Stärke, der Unabhängigkeit, nicht aus einer Position der Angst, der Schwäche und der Abhängigkeit. Wenn ich dir dabei helfen soll, dass du deine Unabhängigkeit bei Frauen wiedererlangst, Auswahl hast und Frauen daten kannst, die du möchtest, dann lass uns miteinander reden. Wir sehen uns in der kostenlosen Erstberatung und den Link findest du hier. Können wir denn wirklich keinen unschönen Zustand mehr aushalten? Immer gleich zum Fernseher, immer gleich zum Alkohol, immer sofort gucken, ob sie schon geantwortet hat. Immer sofort schauen, ob auch schon die beiden blauen, beschissenen Häkchen da sind. Wenn du hier nicht als Mann die Selbstdisziplin an den Tag legen kannst, dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du dich schon wieder bei Julia gemeldet hast, obwohl du wusstest, dass du es nicht tun solltest. Daher ist deine oberste Aufgabe, diese Selbstdisziplin grundlegend zu stärken. Und zwar so. Erstens, beim Duschen drehst du die letzte Minute auf kalt, stellst dich runter und hältst es aus. Das fördert die Durchblutung und steigert deinen Testosteronhaushalt. Und den brauchst du für deine Selbstdisziplin. Wenn ich spüre, dass ich morgens zum Beispiel noch nicht in meiner Kraft bin, dann dusche ich zum Beispiel komplett kalt. Zweitens, wenn es dich jetzt im Winter fröstelt, dann artikulierst du nicht die ganze Zeit, wie kalt es dir ist, sondern hältst einfach mal die Klappe. Oder auch im heißen Sommer. Halte die Hitze aus. Drittens, hast du Hunger? Gut, genieße ihn. Renn nicht wieder gleich zum Kühlschrank, um ihn zu stillen, sondern steh ihn für eine Weile durch. Viertens, steh morgen früh einfach mal um 5 Uhr auf. Davon ist noch keiner gestorben. Fünftens, musst du aufs Klo? Halte auch das einfach mal für eine Stunde aus. Sechstens, mach einmal einen Tough Mudder mit. Ich weiß, dass meine Disziplin leidet, wenn ich mich nicht regelmäßig harten Herausforderungen stelle. Ich nehme zum Beispiel jedes Jahr an einem Tough Mudder oder irgendeinem anderen Hindernisparcours teil. Wenn es dich mehr interessiert, dann habe ich dir in der Beschreibung davon einige verlinkt. Wir werden ständig getestet, ob wir bereit sind für das nächste Level. Wenn du dich für spezifische Dinge motivieren möchtest, die dir aber super schwer fallen, wie zum Beispiel das Kennenlernen von Frauen, dann habe ich für dich einen sehr praktikablen Tipp und diesen Tipp zeige ich dir auch gleich in Action. Wenn du vor so einer Mammutaufgabe stehst, wie andere Menschen in deinem Alter anzusprechen, dann liegt es daran, dass es einfach keinen Spaß macht. Also machen wir uns daraus ein Spiel. Das Ziel dieses Spiels ist es, dich selber zum Lachen zu bringen. Indem du zum Beispiel einen anderen Akzent verwendest oder indem du anderen ein ziemlich lächerliches, aber auch sehr verrücktes Angebot machst. Möchtest du mit mir auf ein Date gehen? Und warum gerade das dann doch mit Erfolg gekrönt sein kann, das siehst du in diesem Video.